von etwa 100.000 von etwa 10 Millionen Menschen in Saigon. Wir sind hier bis 7.5 und bedeutet auch, also Chinesen bis hier, bis 7.5. War immer oder ist immer der Versammlungsort von den Chinesen gewesen, das Zuhause, die zweite Heimat von den Chinesen. Hier sehen wir schon Chinesenzeichen, ja, also an manchen Reklamen. Aber mittlerweile, die Eben, die sind alle Vietnamesen geworden. Also haben die vietnamesische Staatsbürgerschaft schon länger angenommen. Ja, schon. Ob wir uns mögen, ja. Ja, schon. Also nur wir im Land, ja, schon. Wir im Land schon. Also wir, also die sind also mittlerweile eine Minderheit, also einen Teil von uns hier. Und ihr seht, wir lassen die doch arbeiten, ja. Also verkaufen, handeln. Und nicht nur das, ja. Vielleicht kommen wir auch noch zu einem Tempel. Und ihr seht da, dass wir sie zulassen auch noch, ja, oder anerkennen, dass sie auch noch ihre Kultur nachgehen. Ja, ihren Götter, ihren Glauben nachgehen. Und das ist ein Beweis für das gute Zusammenführen, gute Zusammenleben zwischen Vietnamesen und Chinesen. Hier im Vietnam. Ansonsten, wir merken schon also einen ziemlich großen Druck, ja, von dem großen Bruder China. Die sind hier auch sehr viel vertreten, also mit Unternehmen, beziehungsweise also wir in Hanoi beispielsweise, ja, wir lassen also die Chinesen, also die Hochbahn bauen mit ihrer Technik und der Bau der Hochbahn ist immer im Verzug, ja, immer im Verzug gewesen. Ja. Man hat uns jetzt mal versprochen, dass die Hochbahn im Jahr 2016 fertig sein wird, aber das ist immer noch nicht in Sicht. Ja. Also man hat ungefähr nur bis jetzt etwa 50% von der Gesamtarbeit erledigt. Und die Kosten also sind auch dementsprechend sehr gestiegen, ja, bei uns. Und die Chinesen oder China war auch schon mit ihrer Bohrinsel einmal, ja, in unserem Gewässer vor etwa 3 Jahren im Ostmeer und die wurden noch nach irgendwas bohren. Und diese Bohrinsel war sehr gut beschützt von den vielen Kriegsschiffen. Ja, und wir waren also da gewesen mit unseren größten Wachschiffen nur. Die sind, denke, sehr wenig bewaffnet. Ne? Ja, also unsere. Und wir haben dann gerufen, ja, bitte, also unser Gewässer bitte verlassen, ja. Wir haben gar kein Recht, aber wir haben uns mit Wasserkanonen, also, ja, kaputt gemacht. Das sind wir also auch gerammt, ja, mit ihren Kriegsschiffen, unsere kleinen, gerammt. Aber wir dürfen da nichts gegen machen. Also wir haben uns gut gehalten, ja. Wir haben nur drauf gewartet, bis wir einmal schießen, ja. Aber auf einmal sind die mit ihrer Bohrinsel zurückgezogen, Gott sei Dank. Aber die also China, ja, China tut schon, also was China macht. Sehr oft haben die Fischfangverbot einfach, ja, für das ganze Ostmeer gegeben, ja. Also wenn ein Ambulanzwagen nur will, dann ist das auch schwierig. Ja. Also wir sollen doch eine Rettungsgasse bilden, aber irgendwie können wir das auch nicht, weil wir können also nicht zur Seite fahren, wenn alle voll ist. Ganz schwierig, ja. Die Kranken haben manchmal schon Respekt. Wir sehen ja linke Seite, rechte Seite hier. Ja. Dekorationsartikel für Hochzeiten,
bên Weihnachtszeit, ja, dann haben wir hier oder dann bekommen wir hier den großen Artikel für Weihnachtszeit. Also für jeden Anlass, also findet man hier etwas. Und hier vorne joggt einer noch. Dauert nicht mehr lange, bis der Bus also Halt für uns macht. Das der Busfahrer Halt für uns macht und dann wir steigen aus. Wir gehen schön hintereinander. Ja, und wir passen also bitte mehr auf unsere Sachen. Ist noch nicht was passiert, aber mehr aufpassen, also ja. Tut uns auch nicht weh. 2 oder 3 haben bis gestern Abend noch die Schurken wegen, also Geld umtauscht. Ja. Also wir haben hier auch irgendwo eine Bank. Wenn sie noch Geld umgetauscht haben möchten, dann ich sage ihnen jetzt eine Bank. Ja. Aber da müssen sie bitte ihren Pass mitnehmen. Also die Bank möchte schon sehr gerne ihren Pass sehen beim Umtauschen. Und dann wir gehen also so viel wie möglich durch die Stände, ja. Ob man Daumen zurücktauschen in Euro oder in Dollar, vergesst nur noch 100 Meter, nur noch 100 Meter. Also gleich und wir gehen aussteigen und die Chinesen dann Hallo sagen. Also die meisten sprechen zwei Sprachen, ja. Vietnamesisch und Chinesisch. Sind alle sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. Also wir kommen mit ihnen sehr, sehr gut klar.